Moin, moin, mein Name ist Lenz. Wir sind hier auf dem Server der Akkerlüt. Ja, vor mir der 615er LSA von uns vom Hof. Und ja, ich habe da was vorbereitet. Und zwar habe ich von einem User im Discord ein Video zugeschickt bekommen, wo ja im Prinzip die Grunddateien oder ein Sound zur Verfügung gestellt wurde, der auf diesen 615er Fan passen könnte. Und ja, das Ganze habe ich mal zurechtgebastelt. Jetzt habe ich allerdings zwei Konfigurationen als Soundoptionen verbaut, sodass jetzt noch unsere alte und ja, vielleicht bereits bekannte Option eingebaut ist. Wir werden gleich mal den Zug vom Feld fahren und dann zeige ich euch nochmal die zweite Konfiguration, im Prinzip die neue Soundkonfi. Ich bin da gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin selber noch nicht hundertprozentig davon überzeugt. Da gibt es bestimmt noch ein paar Anpassungsmöglichkeiten und das werde ich dann nochmal ausschöpfen. Ja, zum Spielstand der Akkerlüt hier. Wir sind dabei, voll in der Ernte ja, durchzustarten. Der Florian hat hier schon bereits ja, die ersten Bahnen gezogen mit dem Dominator und schön mit Strohablage, sodass wir dann auch demnächst ein bisschen pressen können. Ich werde jetzt hier noch einmal zwei, drei Touren fahren. Ich muss mal sehen, wie viel da noch reinpasst. Natürlich auch nochmal den Headtracking starten. So, dann können wir das Ganze auch mal starten. Ja, das könnte mitunter die letzte, vielleicht aber auch eher die vorletzte Saison von dem Dominator sein. Genau genommen, also genau haben wir uns noch nicht abgesprochen, ob und welcher, ja, welcher Drescher eventuell eine Nachfolge antreten könnte. Allerdings könnte es sein, also jetzt muss ich mal eben sehen, da ist noch ein Fehler, die Zapfwelle ist. Nee, dann müssen auch noch die Schläuche eingeschlossen werden. Ja. Ist ja mal, wenn man das, wenn man den Server neu startet und raufkommt, dann ist es eben wieder alles getrennt. Können wir auch loslegen. Und Bremse raus. Wir haben den Tempomat hier auf 7 eingestellt. Ja, 7, das passt. So, der Tempomat ist aktiv. Und genau, das ist ein angepasster Dominator hier rechts, ja, quasi in der B-Säule. Ist dann eben auch die Füllstandsanzeige. Die sich dann eben mit angezeigt wird. Das hat der liebe Andi hier uns, ja, oder hat er hat sich den Dominator eher angepasst und wir dürfen Teil dran haben. Hat hier eben die Skripte vom IFCO eingebaut, die sonst für das John Deere Pack dann irgendwann auch zur Verfügung stehen werden. Aber hat das hier eben, ja, sehr schön gemacht, sodass man dann eben hier ohne den HUD arbeiten kann, dass der Tempomat, die Fahrtrichtung angezeigt wird und eben auch die Füllstandsanzeige. Die Kornhänger sind schon relativ gefüllt, deshalb werde ich jetzt auch nur noch einmal abfahren und dann werden wir auch schon mal abbunkern, sodass wir uns dann gleich mit dem 615er einmal auf den Weg machen können. Und ja, dann im Prinzip den anderen Auspuff ranbauen oder abbauen können. So dass ihr dann da auch mal einmal eure Ohren raufhalten könnt. Genau, jetzt sagt er mir auch schon Bescheid, 50% voll der Drescher. Ja, und wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dem Dominator. Es ist jetzt nicht so, dass wir nicht zufrieden sind. Ich finde auch rein optisch ist es halt ihr ein Youngtimer-Projekt und irgendwie passt der super hier hin.
Und dass sich so ein landwirtschaftlicher Betrieb sowieso einen eigenen Drescher leisten kann, das ist ja auch eher Seltenheit. Und ja, da finde ich, hat das schon einen realistischen Reiz, so eine eher kleinere Maschine dann zu nehmen. Und dann eben auf ein bisschen mehr Zeit zu setzen, aber dafür mit der eigenen Maschine zu fahren. Anstatt sich jedes Mal für teures Geld den Lohner kommen zu lassen. Dennoch ist es so, dass wir eventuell auch nochmal den einen oder anderen Schlachter zunehmen werden. Ja, man muss sehen, wie sich so die Zahlen entwickeln. Bisweilen sieht das sehr gut aus. Ist ja nun mal so, dass wir jetzt im nächsten neuen Spielstand anfangen. Und ja, wir werden nicht so viel mitnehmen. Also wir werden im Nachhinein sicherlich das ein oder andere eintragen über das über die Safe Game XML oder die verschiedenen XMLs, die dabei dann eben zuständig sind, Tiere oder Silo-Füllstände, Vehicle XML eventuell, aber eben auch nicht zu viel, weil dann immer die Gefahr besteht, dass da Sachen durcheinander kommen. Ich glaube, überschätze das Rohr immer ein bisschen in seiner Länge. Ein bisschen näher ranfahren muss. Jetzt mit dem manuellen Abbunkern auch nichts daneben kippen darf. Aber das passt. Aber siehst du, ganz leer werden wir sowieso nicht. Sehr schön. Machen wir das einmal ein. Handbremsen machen raus. Gut, dann fahren wir einmal ab. Hoppla. Dann immer so bei Simple IC kann man das HUD nicht ausgeblendet lassen. So. Habt ihr jetzt gehört, dass der Startsound alleine, der wird schon beim anderen Sound ein ganz anderer sein. Und was man jetzt auch ganz eindeutig merkt, ist der Rea-Mod wieder. Dass hier die Rollwiderstände eine ganz andere Rolle wieder spielen, auf einer, ja, mit einem vollen Kornanhänger, wenn die Masse gefüllt ist. Ja, jetzt merkt man das zum Beispiel jetzt hier aus dem zweiten, im dritten Gang, dass er sich da echt sehr, sehr abmüht, wieder in die Gänge zu kommen. Und das sind eben, ist eben dadurch bedingt, dass die Rollwiderstände eben dann natürlich sehr stark wirken. Natürlich ist jetzt hier auch die Fahrgasse ein Faktor. So, zurück im Dorf. Geht das Ganze erstmal ins Kornlager bei uns am Hof. Das ist dann auch nochmal die Geschichte, bevor wir dann natürlich das neue Safe Game anfangen, werden wir das Korn vermutlich doch verkaufen. Beziehungsweise lassen. Klingt das für mich gerade gar nicht so logisch. Ich denke, es macht mehr Sinn, tatsächlich die Silo, also auch die Silostände vom Kornbunker mitzunehmen, weil wir dann ja gar nicht mehr mit in den Winter reingehen werden, sodass es dann auch mehr Sinn hat,
ja, nach dem ersten Jahr, was wir denn im neuen Safe Game wieder starten, danach im Winter dann zu verkaufen, wenn die Preise ein bisschen besser sind. Ich denke, das kann man jetzt auch nicht als Cheaten dann verbuchen, das hätten wir sowieso dann gemacht, nicht? So. Mal schon mal den Reich hier runter kippen. Dann ist auch der zweite schon durch. Ja, mal eben aussteigen, ob es soweit ist. Ja, das ist alles raus. Lass mir die Tür mal eben auf. So, den Kornanhängerzug lassen wir dann einmal mal hier stehen, um dann auch gleich wieder mit dem loszufahren zum Acker, dass wir dann auch ein bisschen was hören können. So, da steht, genau, da steht auch noch der Yonda in der Werkstatt. So, gut, ja, wir nehmen mal, wir wechseln den Auspuff, wir machen das Ganze, ja, sondern den hier wollen wir haben. Und zwar ist es die Konfiguration Motorsound und wir haben das umbenannt auf Original 1 und Original 2. Und fahren jetzt normalerweise den Original 2 Sound und hören jetzt mal in den Original 1 Sound ein. Das ist ein aufgenommen von einem 611er Turbomatic, gar nicht Turbomatic E. Inwieweit sich das unterscheidet, kann ich nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr kraftvoller Start, der, denke ich, auch noch ein bisschen lauter sein könnte in-game. Hoppala. Aber dazu könnt ihr dann ja vielleicht in den Kommentaren da mal was dazu sagen. Genau. In dem Zug muss ich mich auch mal bedanken, auch zu dem 700er Sound, den ich dann ja mal für euch auch zum Download gestellt habe. Ist nicht so, dass ich mich, ne, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, nur ich muss halt selber zufrieden sein. Mit dem 700er war ich es eigentlich der und bedanke mich da einmal bei euch. Das ist wirklich nur positive Rückmeldung gekommen. Das finde ich echt schön. Also, ja, möchte ich gar nicht, dass das anders ist. Das war schon ganz schön. Und freut mich natürlich, wenn es euch gefällt. So, einmal Front hoch. Und dann, ja, ich mache jetzt gar nicht lauter, sondern ich lasse euch einfach mal lauschen. So, das war jetzt gerade natürlich im Leerlauf mal ein bisschen durchgetreten. Jetzt könnt ihr auch nochmal gucken, wie er unter ein bisschen Last hier auf der Straße sich macht.
Was ich natürlich immer nicht mitberechne, was aber natürlich ein schöner Vorteil ist, wenn man mit dem Vehicle Control Add-on spielt, dann lässt sich der Sound im Nachhinein und in-game vor allem noch bearbeiten. Und zwar insofern, als dass man mit, wir halten mal eben an, mit Steuerung C in den Einstellungen die Tonhöhe von der Maximaldrehzahl ändern kann. Und ja, das ist insofern spannend, als wenn der eben nicht so richtig aus dem Quark kommt, dass man das dann einfach ein bisschen lauter stellen oder höher stellen kann, sodass es sich dann eben auch nochmal anders anhört. Aber dazu müsste dann jeder selber mal seine Erfahrungen mitsammeln und vielleicht auch mal mit anderen Mods, wo ihr das mal zurückmelden könnt, was da eure beste Einstellung ist oder so. Für mich ist es immer 105%. Ich finde, das ist halt ein bisschen schöner, als wenn er noch ein bisschen mehr hochdreht, als es sowieso schon ist. Wobei ich auch weiß, dass es sich auch über die XML einstellen ließ, nämlich über den Wert des Pitches, soweit ich weiß. Aber da bin ich, tappt man immer so im Dunkeln, wenn man immer nur an der XML rumschraubt. Man hört es eben nicht direkt, da ist es irgendwie in-game schon eine schönere Sache. So, jetzt sind wir hier bei voller Fahrt, 43 km/h fährt das gute Stück. Und damit der Sound, der da einhergeht. Welchen Sound wir jetzt vielleicht noch nicht gehört haben, ist dann nochmal der Sound, wenn du zum Beispiel eine Kreiselecke hinten dran hast und eine Zapfwelle brauchst. Da klingt er dann, glaube ich, nochmal ganz anders auf. Aber ich glaube, ihr könnt es schon erahnen. Und ja, vielleicht könnt ihr ja dann nochmal zu der Stelle, wo ich mit dem ersten Sound losfahre und zu der Stelle mit diesem zweiten Sound jetzt eben tappen und mal sagen, was ihr davon besser findet. Meine Tendenz geht dahin, dass ich sage, dass ich beim Load Sound eben nochmal ein bisschen gucken muss. Dass ich eventuell da nochmal wechsle. Der Startsound ist sehr interessant, aber passt nicht so richtig in den Idle Sound rein, finde ich. Also da finde ich doch den alten doch ein bisschen besser. Mal sehen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und verabschiede mich damit dann auch erstmal. Und freue mich, wenn wir uns am Donnerstag dann auf dem Spielstand wieder bei Team Rade sehen. Live auf Twitch dann auch auf meinem Kanal oder auch auf dem Kanal von Agrarplay oder Florian, Herrn Berg oder auch PJ. Ja, bis dahin. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Kommt gut ins Wochenende rein. Macht's gut. Erstmal.